hatten Sie recht. Dürfte ich Sie noch etwas fragen? Gerne. Sie bezeugen, dass der Herr Jesus als der allmächtige Gott zurückgekehrt ist. Dass er durch die Arbeit des Gerichts in den letzten Tagen die Wahrheit ausgedrückt hat? Wie kann das denn möglich sein? Ich bin davon überzeugt, der Herr wird tatsächlich kommen und uns in das Himmelreich führen. Und er soll uns zurücklassen wegen der Arbeit des Gerichts in den letzten Tagen? Ich denke, glauben wir an den Herrn Jesus, haben wir den Heiligen Geist empfangen. Und damit sind wir bereits von Gottes Arbeit des Gerichts verurteilt worden. Amen. Es gibt Beweise im Wort des Herrn Jesus. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Amen. Wir denken, dass es zu Pfingsten war, als der Heilige Geist hinabstieg, um an den Menschen zu arbeiten. Die Menschen fühlen sich schon seither schuldig für ihre Sünden, ihre Gerechtigkeit und ihr Urteil. Amen. Es heißt doch, dass wenn wir beichten und Buße tun vor dem Herrn, wir in Wirklichkeit das Urteil des Herrn erfahren. Amen. Wir glauben, obwohl das Werk des Herrn Jesus das Erlösungswerk war, dass er in den Himmel fuhr und das Gottesurteil vollzogen wurde, als zu Pfingsten der Heilige Geist zu uns herabgestiegen ist. Amen. Wäre es nicht die Arbeit des Gerichts gewesen, dann erklären Sie uns, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht? Das so zu akzeptieren, ist das falsch? Die Arbeit des Gerichts des allmächtigen Gottes in den letzten Tagen entspricht nicht unseren Vorstellungen. Wie unterscheidet sie sich von der des Herrn Jesus, bitte? Könnten Sie uns das vielleicht verdeutlichen? In Ordnung. Richtig. Als Gläubige des Herrn werden wir oft vom Heiligen Geist berührt, zurechtgewiesen. Und wir werden diszipliniert. Wir weinen vor dem Herrn und tun Buße. Diese Verhaltensweisen zeigen doch, wir glauben an ihn und sind verwandelt worden. Ist das nicht das Ergebnis, wenn man Gottes Gericht erfährt? Doch. Wir verstehen das nicht. Können Sie uns das ein wenig deutlicher kommunizieren? Ja, das wäre schön. Bitte erklären Sie es noch einmal. Also gut. Der Herr Jesus hat gesagt, tut Buße. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das war der Weg, den er brachte. Wenn ihr anerkennt, dass der Herr Jesus das Erlösungswerk vollbrachte, woher wisst ihr, dass der Heilige Geist zu Pfingsten kam, um die Arbeit des Gerichts zu vollbringen? Richtig. Eure Grundlage war die Bibel. Denn so ich nicht hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. So ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und wenn derselbe kommt, wird er die Welt strafen um die Sünde und um die Gerechtigkeit und um das Gericht. Wie wagt ihr es euch, darüber sicher zu sein, dass das vom Heiligen Geist vollbrachte Werk die Arbeit des Gerichts in den letzten Tagen ist? Hat der Herr Jesus gesagt, der Heilige Geist ist gekommen? Was er tut, ist die Arbeit des Gerichts der letzten Tage? Das hat er nicht. Nein, natürlich nicht. Nein. Dass der Herr Jesus das gesagt hat, wird nirgendwo erwähnt. Der Herr Jesus sagte, und wer meine Worte hört und glaubt nicht, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt selig mache. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht auf, der hat schon seinen Richter. Das Wort, welches ich geredet habe, das wird ihn richten am jüngsten Tage. Amen. Der Herr Jesus sagte es hier sehr deutlich. Er wurde nicht auf die Welt geschickt, um die Arbeit des Gerichts zu vollbringen. Seine Aufgabe ist, die Wahrheit auszudrücken, um die Arbeit des Gerichts zu vollbringen in den letzten Tagen. An dem Tag, an dem der Herr Jesus wieder zu uns zurückkehrt. Oh, ich verstehe. Natürlich stellen wir uns die Frage, ob es falsch ist, wenn einige Menschen das Werk des Heiligen Geistes im Zeitalter der Gnade als Gottes Arbeit des Gerichts bezeichnen. Ja, das stimmt, das tut ja. Natürlich, wenn wir unsere Sünden bekennen und vor dem Herrn Buße tun, müssen wir die Bewegung haben und das Wirken des Heiligen Geistes, damit wir die Gnade Gottes empfangen, um dann Frieden und Freude genießen zu dürfen. So ist es. Genau. Aber wenn jemand vor dem Herrn Buße tut und in Tränen ausbricht, bedeutet das nur, dieser Mensch wird von der Berührung des Heiligen Geistes bewegt. Damit erreicht der Heilige Geist, dass wir bekennen und dann Buße tun, um uns zu qualifizieren, seine Gnade zu genießen. Es ist aber nicht die Wirkung, die erreicht wird, durch das Gericht Gottes gereinigt und vollkommen gemacht zu werden.
Der Heilige Geist wirkte im Zeitalter der Gnade anders, als der Heilige Geist in den letzten Tagen wirkt. Seht ihr, dies steht in direktem Zusammenhang mit der Absicht, die Gott in jeder Phase seines Werkes erreichen will. Also, lasst uns noch zwei Absätze aus dem Wort des allmächtigen Gottes hören. Und wir werden verstehen, was mit dem Gericht gemeint ist. Oh ja, ja, bitte. Bitte. Wenn es um das Wort Urteil geht, wirst du an die Worte denken, die Jehova an allen Orten sprach, und an die Worte des Tadels, die Jesus zu den Pharisäern sprach. Auch wenn diese Worte streng sind, sind sie nicht Gottes Urteil über den Menschen. Dies sind nur Worte, die von Gott in verschiedenen Umgebungen, das heißt vor anderen Hintergründen, gesprochen wurden. Und sie ähneln nicht den Worten, die von Christus gesprochen werden, wenn er den Menschen in den letzten Tagen richtet. In den letzten Tagen benutzt Christus verschiedene Wahrheiten, um den Menschen zu belehren, das Wesen des Menschen zu offenbaren und seine Worte und Taten zu sezieren. Diese Worte umfassen verschiedene Wahrheiten, wie zum Beispiel die Pflichten des Menschen, wie der Mensch Gott gehorchen soll, wie der Mensch Gott treu sein soll, wie der Mensch eine normale Menschlichkeit ausleben, sowie die Weisheit und Disposition von Gott und so weiter. Diese Worte konzentrieren sich alle auf das Wesen des Menschen und seine verdorbene Veranlagung. Insbesondere werden jene Worte, die offenbaren, wie der Mensch Gott verachtet, in Bezug darauf gesprochen, wie der Mensch eine Verkörperung des Satans und eine feindliche Macht gegen Gott ist. Wenn Gott seine Arbeit des Gerichts leistet, verdeutlicht er nicht nur einfach die Natur des Menschen mit ein paar Worten, sondern er enthüllt sie, befasst sich mit ihr und schneidet sie auf lange Sicht zurück. Diese Methoden der Enthüllung, des sich Befassens und Zurückschneiden können, nicht durch gewöhnliche Worte ersetzt werden, sondern nur durch die Wahrheit, die der Mensch überhaupt nicht besitzt. Nur Methoden dieser Art werden als Gericht angesehen. Nur mit einem Gericht dieser Art kann der Mensch überredet werden und vollkommen von der Unterwerfung unter Gott überzeugt werden und darüber hinaus wahres Wissen über Gott erlangen. Was die Arbeit des Gerichts mit sich bringt, ist das Verständnis des Menschen für das wahre Gesicht Gottes und die Wahrheit über seine Widerspenstigkeit. Die Arbeit des Gerichts macht es dem Menschen möglich, viel Verständnis für den Willen Gottes, für den Zweck von Gottes Arbeit und für die Geheimnisse, die von ihm nicht verstanden werden konnten, zu gewinnen. Es erlaubt dem Menschen auch, sein verdorbenes Wesen und die Wurzeln seiner Verdorbenheit zu erkennen und zu verstehen und ebenso die Hässlichkeit des Menschen zu entdecken. Alle diese Auswirkungen werden durch die Arbeit des Gerichts herbeigeführt. Da es die eigentliche Substanz dieser Arbeit ist, die Wahrheit, den Weg und das Leben von Gott denen zu eröffnen, die an ihn glauben. Diese Arbeit ist die Arbeit des Gerichts, die von Gott verrichtet wird. Die Arbeit des Gerichts ist Gottes eigene Arbeit. Also sollte sie selbstverständlich von Gott selbst getan werden. Sie kann nicht vom Menschen an seiner Stelle getan werden. Weil das Gericht die Eroberung der menschlichen Rasse durch die Wahrheit darstellt, ist es unbestreitbar, dass Gott weiterhin als sein Mensch gewordenes Abbild erscheint, um seine Arbeit unter den Menschen zu tun. Das heißt, dass Christus in den letzten Tagen die Wahrheit nutzen wird, um die Menschen in der ganzen Welt zu unterrichten und ihnen alle Wahrheiten bekannt zu machen. Das ist Gottes Arbeit des Gerichts. Diese Worte haben wirklich Autorität. Genau. Haben Sie recht, ja.
Ihr habt jetzt einen Teil des Wortes des allmächtigen Gottes gehört. Sagt mir, wie fühlt ihr euch? Man merkt die Salbung des Herrn. Das macht allmählich Sinn. Die Arbeit des Gerichts Gottes war immer schon ein Geheimnis. Wenn uns Gott seine Offenbarung nicht gibt, wird niemand sie verstehen können. Ist es nicht so? Oh ja, so ist es. Nicht wahr? Was das Gericht ist und welche Auswirkungen die Arbeit des Gerichts des allmächtigen Gottes in den letzten Tagen hat, hat er uns ganz deutlich in seinem Wort erklärt. Nachdem ihr das Wort des allmächtigen Gottes gehört habt, habt ihr etwas mehr Verständnis von Gottes Arbeit des Gerichts in den letzten Tagen? Ja, alles wird etwas sicher. Ja, haben wir. Dann weiter. Gottes Arbeit des Gerichts in den letzten Tagen soll uns Menschen gründlich reinigen, damit wir gerettet werden können. Es geht nicht darum, der Menschheit ein paar tadelnde oder verwünschende Worte mitzuteilen. Genauso wenig ist es möglich, sich mit Textstellen von der Knechtschaft der Sünde zu befreien, zur Empfängnis der Reinigung und Rettung Gottes. Mit anderen Worten, Gott muss genügend Worte ausdrücken. Er muss das tun, damit er uns alle Aspekte der Wahrheit ausdrücken kann, die die verdorbene Menschheit verstehen und annehmen sollte, um Reinigung und Rettung zu empfangen und um der Menschheit alle Geheimnisse seines Führungsplans zu offenbaren. Diese Worte sind 100, ja sogar 1000-mal mehr als die Worte, die der Herr Jesus im Zeitalter der Gnade ausdrückte. Ah, allmählich wird das Wort des allmächtigen Gottes immer deutlicher. Ich verstehe immer. Gottes Arbeit des Gerichts in den letzten Tagen konzentriert sich darauf, die Wahrheit und das Wort des Urteils auszudrücken. Um über die satanische Natur des Menschen zu richten und bloßzustellen, welche Gott widerstrebt und ihn verrät. Und die Wahrheit über die Verderbtheit des Menschen durch Satan. Dadurch wird die heilige, gerechte und unverletzliche Disposition Gottes vollständig enthüllt. Alle Aspekte der Wahrheit über Gottes Absichten und Anforderungen an die Menschheit, welche Art von Menschen gerettet oder bestraft werden und so weiter, werden uns offenbart. Indem wir Gottes Arbeit des Gerichts in den letzten Tagen erfahren, verstehen wir den Zweck von Gottes Führungsplan. Wir werden zwischen positiven und negativen Dingen besser unterscheiden können. Wir werden das dämonische Antlitz Satans erkennen, der sich wie wahnsinnig gegen Gott wehrt. Wir werden die Gegebenheit durchschauen, wie tiefgreifend Satan die Menschheit verdorben hat. Und wir werden unsere satanische Natur erkennen, die Gott widerstrebt und ihn verrät. Da wir zu Gottes gerechter Disposition, seiner Allmacht, zu seiner Weisheit, seinem gesamten Besitz und seinem Wesen gehören, empfangen wir ein Verständnis und entwickeln so ein gottesfürchtiges Herz. Wir fallen vor Schande zu Boden, weil wir fühlen, dass wir unwürdig sind, vor Gott zu leben. Wir verachten uns selbst und geben uns selbst auf. Wir lösen uns allmählich von den Fesseln der Sünde, leben das Ebenbild eines wirklichen Menschen aus und werden zu wahrhaft gottesfürchtigen und gehorsamen Menschen werden. Oh, klar. Mhm. Dies sind die Auswirkungen, wenn man Gottes Arbeit des Gerichts in den letzten Tagen erlebt. Nur diese Art von Arbeit ist Gottes Arbeit des Gerichts in den letzten Tagen. Versteht ihr das alle? Richtig. Das ist richtig. Ja, da hat er absolut recht. Das sehe ich auch so. Genau so ist es. Also, lasst uns nun das Zeitalter der Gnade betrachten. Der Herr Jesus vollbrachte nur das Erlösungswerk. Er hat uns den Weg der Buße gepredigt und uns die Barmherzigkeit und liebevollen Seiten von Gottes Disposition dem Menschen gegenüber gezeigt. Das ist richtig, da stimme ich zu. Obwohl der Herr Jesus auch einige Worte benutzte, um über die Menschen zu richten und die Pharisäer zu verurteilen und zu verfluchen, war das nicht der Mittelpunkt seiner Arbeit. Der Herr Jesus hat aber nur das Erlösungswerk vollbracht, was sich auf die Vergebung der Sünden, die Lehre von der Buße und das Erweisen von Gnade konzentrierte. Der Kern dieses Werkes war nicht, über die Sünden der Menschen zu richten und sie zu reinigen. Ah, alles klar, verstehe. Jetzt verstehe ich's. Um das zu verdeutlichen, das Werk des Herrn Jesus drehte sich nur um das Werk der Erlösung und dafür hat er nur begrenzte Worte ausgedrückt. Worte, die den Menschen lehrten, wie man Buße tut und seine Sünden bekennen kann, wie man demütig und geduldig ist, wie man sich taufen lässt und wie man das Kreuz trägt, wie man leiden muss und so weiter. Glauben wir an den Herrn, dann werden uns unsere Sünden vergeben werden, wenn wir uns beim Schuldbekenntnis und der Buße an das Wort des Herrn halten. Das Gesetz wird nicht mehr über uns richten und wir werden nicht mehr zum Tode verurteilt. Durch unseren Glauben wären wir dazu befähigt,
zu Gott zu beten und Gottes Gnade und Segen zu genießen. Amen. Jetzt verstehe ich es. Diese Wirkungen sind durch Gottes Werk der Erlösung im Zeitalter der Gnade erreicht worden. Deswegen müssen wir sie von den Wirkungen der Arbeit des Gerichts in den letzten Tagen unterscheiden. Da hat er recht. Wir verstehen es jetzt. Ja, so macht es alles Sinn. Jedoch glauben einige Menschen, Gottes Urteil anders erfahren zu können. Sie glauben, dass durch das Empfangen der Erleuchtung und der Disziplin des Heiligen Geistes, durch das Erfahren des Werkes des Heiligen Geistes im Zeitalter der Gnade, dadurch, dass sie unter Tränen beten, ihre Sünden bekennen und sich gut benehmen, Gottes Urteil in den letzten Tagen tatsächlich erfahren. Also, darauf bezogen, stellt sich für uns die folgende Frage. Kennen wir, wenn wir tief in uns hineinschauen, die Wurzel unserer eigenen Sünden eigentlich? Kennen wir den Kern unserer eigenen satanischen Natur, die Gott widerstrebt? Und kennen wir die Wahrheit über die Verderbtheit des Menschen tief in uns drin? Nein, nicht wirklich. Sehen wir deutlich das böse Wesen von Satan? Nein, das tun wir nicht. Kennen wir die gerechte, unverletzliche und majestätische Disposition Gottes? Nein, die kennen wir nicht. Sind wir wirklich losgelöst von der Kontrolle der Sünden und den Fesseln? Nein, losgelöst bestimmt. Richtig. Wurde unsere satanische Gesinnung denn gereinigt? Nein, wurde sie nicht. Nein. Sind wir Gott gegenüber ehrfürchtig und gehorsam geworden? Nein, das leider nicht. Nein, das sind wir nicht. Richtig. Das sind wir nicht und das wissen wir auch. Aber wenn wir das nicht sind, wie können wir dann sagen, dass wir Gottes Urteil und Reinigung erfahren haben? Ja, das ist eine gute Frage. Darauf habe ich jetzt auch keine Antwort. Ja. Diese Worte sind überaus richtig. Du hast recht. Sagt mir bitte, ist alles verständlich, was ich erkläre? Ja, alles wunderbar. Alles verständlich. Das Werk des Herrn Jesus im Zeitalter der Gnade war nicht die Arbeit des Gerichts. Die Arbeit des allmächtigen Gottes im Zeitalter des Königreichs ist Gottes Arbeit des Gerichts in den letzten Tagen. Amen. Es ist wirklich so. Er hat recht. Das macht Sinn. Wir dachten, dass wir als Gläubige durch die Disziplin, den Tadel des Heiligen Geistes und durch die Schuldgeständnisse und die Buße vor Gott uns schon für das Gericht Gottes qualifiziert hatten. Das stimmt. Aber wir haben Gottes Werk eindeutig nicht erkannt. Ja, genau. Das stimmt. Gäbe es die Arbeit des Gerichts des allmächtigen Gottes in den letzten Tagen nicht, welches das Geheimnis der Wahrheit offenbarte, hätten wir niemals verstanden, was wirklich die Arbeit des Gerichts ist. Dass wir in unseren eigenen Vorstellungen leben, würde uns nicht bewusst sein. Da hat der Pastor recht. Das ist erbärmlich und ignorant dazu. Völlig richtig. Ich sehe das genauso. Aber durch die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes heute haben wir das Wort des allmächtigen Gottes gelesen. Und unsere falschen Ansichten aus der Vergangenheit wurden korrigiert. Und wir haben erkannt, wie wir in Gottes Himmelreich eintreten können. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist so wundervoll. Dank sei Gott, dass er uns erleuchtet und zu so einem Empfang geführt hat. Brüder und Schwestern, ich schlage vor, dass wir eine kleine Pause machen und gleich weitersprechen. Wunderbar. Ja, sehr gerne. Eine Pause könnte ich vertragen. Und Pastor Song, wie finden Sie das Treffen? Dank sei dem Herrn für so ein einträgliches Treffen heute. Also, ich bin nicht überzeugt. In all den Jahren haben wir an den Herrn geglaubt, Tränen vergossen, Sünden gebeichtet und Buße vor dem Herrn getan. Ja. Wir waren immer demütig, liebevoll, geduldig mit anderen und haben uns beispielhaft benommen. Wie können die sagen, wir hätten uns nicht verändert? Der Zeuge kommuniziert die durch die Arbeit des Gerichts erzielte Wirkung doch deutlich. Und du verstehst es immer noch nicht? Wenn Tränen unsere Gesinnung verändern und unser Verständnis von Gott bewirken könnten, warum haben wir den Herrn dann nicht erkannt, als er kam? Warum leugneten wir den allmächtigen Gott weiterhin? Das ist richtig. Das zeigt, dass wir Gott überhaupt nicht kennen und es keine Veränderung in unserer Gesinnung gab. Wir können die Wahrheit nicht verraten. Ja, wir werden leider auch weiterhin ungewollt und oft sündigen, lügen und betrügen. Ich frage mich, wie könnte man so aus der Knechtschaft der Sünde ausbrechen? Sie kommunizierten unmissverständlich, was die Arbeit des Gerichts ist. Wir müssen die Wahrheit akzeptieren. Wir können uns nicht länger auf unsere eigenen Vorstellungen verlassen. Richtig, leitende Diakonin.